Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun mit narzisstischen Partnern, von denen man sich getrennt hat, die wie ein Bumerang immer wieder zurückkommen? Wenn Sie es geschafft haben, sich von einem wirklich malignen narzisstischen Partner endlich getrennt haben, war ohnehin schwer genug und er hat es dann eingesehen. Meistens ist es er, aber kann auch durchaus eine Frau sein, die total beleidigt, narzisstisch gekränkt und dann den Partner, die Partnerin abwertend sich eben verabschiedet. Und dann merkt der narzisstische Part, das ist doch nicht so gut, dass ich jetzt allein bin. Ja? Und dann kommt er oder sie wieder und pirscht sich wieder an, versucht wieder Kontakt aufzunehmen, ist sogar nett, schickt sogar Rosen vorbei, nimmt Kontakt auf, macht Geschenke plötzlich, ja, und dann denkt sich schon der nicht-narzisstische Partner, was soll das jetzt, ich bin froh, dass ich da raus bin, er soll mich endlich oder sie in Ruhe lassen. Nein, das macht sie nicht, weil sie merkt, da hat sie jetzt echt einen Fehler gemacht, dass sie zu weit gegangen ist und dass sie die Beziehung verlassen hat und dass sie den Bogen überspannt hat. Sie bereut's oder er bereut's, der narzisstische Mensch bereut's auf jeden Fall und versucht wieder zurückzukommen. Aber er bereut's nicht offen und sagt, Ma, tut mir leid, können wir neu anfangen, ja? Sondern er macht das immer so verdeckt. Und dieses Verdeckte ist zum Beispiel, er sagt, Ich bin gerade auf meinem Landsitz, möchtest du nicht vorbeischauen? Ja? Also nicht so offen. Ja? Er versucht immer was anzubieten oder geh gerade essen, lade dich zum Essen ein. Dann fühlt nämlich sich der narzisstische Partner total gut und hat so das Gefühl, er schenkt der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner was total generöses und eigentlich müsste der Ex-Partner, die Ex-Partnerin gerne auf dieses großzügige, wohlmeinende Angebot einsteigen. Wenn dem nicht so ist, ist es nicht so, dass sich dann der Narzisst denkt, ist erledigt, lassen wir sie in Ruhe, sondern, und das ist eben jetzt der Punkt, den viele gar nicht so beachten, weil sie sich nicht so reindenken können in den Narzissten, aber das bringt den Narzissten erst zum wirklichen Wiederaufflammen vom Interesse. Ja. Das kann tatsächlich sein, dass sich der wieder verliebt in diese Person, dass der unbedingt die wieder haben will und auf einmal wieder Dinge tut, die, wo man sich denkt, also was jetzt, ja? Warum bist du wieder so nett wie ganz am Anfang? Dazwischen warst furchtbar, aber jetzt, wo du weißt, dass es aus ist, hältst du das nicht aus, dass es aus ist und bemühst dich jetzt noch einmal total, dass du wieder gewinnst. Und ich habe jetzt vor kurzem so ein Paar gehabt, wo sich eben dann die Ex-Partnerin breitschlagen hat lassen und wieder ja gesagt hat zu seinem Verben. Und ab dem Moment, wo er sie wieder gehabt hat und wieder alles von ihr gekriegt hat, eben war er wieder sofort furchtbar, aber so furchtbar und so verletzend und so abwertend, wie wenn er die ganze Zeit, wo er sich bemüht hat, da sie wieder zu kriegen, hat er sich wieder zurückgehalten und jetzt hat er dann, wie er sie dann fix wieder gehabt hat, ja, hat er alles wieder loslassen können, ja, und die ganze Aggression und den ganzen Hass und die ganze Abwertung wie ein über sie ausgeschüttet, ja. Die war natürlich völlig von den Socken, hat sich sofort wieder von ihm getrennt und das Ergebnis war, dass er dann wieder angerufen hat, wieso, das war gar nicht so gemeint, jetzt sei nicht so und jetzt sind wir doch froh, dass wir wieder zusammen sind und doch machen wir doch die nächste Runde. Ja? Dann war sie Gott sei Dank so klug und hat sich nicht mehr darauf eingelassen, sondern hat dann tatsächlich Handy gewechselt, Mailadresse gewechselt und hat sogar dann auch drei Monate später dann die Mietwohnung gewechselt. Ja. Also das ist schon wirklich, wirklich heftig. Und es ist so, dass man sich gar nicht reinversetzen kann, wie ein Narzisst tickt, weil man glaubt es nicht. Man glaubt nicht, dass das tatsächlich so intensiv ausgehen kann.
Stalking fängt dann an, wenn dem narzisstischen Ex-Partner alles egal ist. Normalerweise wird ein Narzisst eher nicht stalken, weil er eben auch da einen Stolz hat und sagt, die oder der ist es mir eh nicht wert. Aber wenn er das Gefühl hat, ich kann ohne die nicht und ich bin geliefert und die, also da habe ich jetzt so viel aufs Spiel gesetzt, es war so dumm von mir, dass ich jetzt da gegangen bin und dass ich das so gereizt habe, ausgereizt habe und so einfach, also das ist schon fast eine Selbsterkenntnis vom Narzissten, dass er einen Blödsinn gemacht hat, dann kann es sein, dass er zum Stalken beginnt. Aber eher selten. Also Stalker sind eher keine Narzissten, sondern das sind eher die Abhängigen, die nicht loskommen. Ein Narzisst ist ja an sich nicht abhängig, sondern ein Narzisst will er besitzen und will er in die Gewalt kriegen, ja, will das andere Wesen wie ein Besitz haben. Also den Partner oder die Partnerin. Also Stalken wird eher selten sein, aber es kann sein, dass er immer wieder Anläufe macht und immer mit derselben Masche und wenn die Ex oder der Ex tatsächlich co-abhängig war, kann sein, dass er wieder in eine Abhängigkeit reinrutscht. Das kann passieren. Und das wäre natürlich super, super negativ, wenn das passiert. Also grundsätzlich muss man total aufpassen, dass man nicht in diese Abhängigkeit reinrutscht. Aber ich glaube schon, dass es immer wieder passiert, weil es ist ja dann, sind oft doch noch Gefühle da beim co-abhängigen Partner, der eben verlassen wurde und der sich dann auch dann wirklich getrennt hat, dann meistens auch den Schlussstrich gesetzt hat. Und dann kann es eben durchaus eben auch zu diesem Blame-Shifting kommen, wo dann eben der narzisstische Ex-Partner dem ein schlechtes Gewissen macht, dass er schuld ist, dass er gegangen ist und dass er der Beziehung keine Chance mehr gibt und dass er verantwortlich ist, dass das alles im Bach runtergeht und dass man sich so viel Schönes aufgebaut hat und so weiter und so weiter. Und dann kann dieser co-abhängige Partner, der sich gerettet hat durch Abstand, kann dann eben sich so manipulieren lassen, dass er denkt, okay, ich muss dem noch einmal eine Chance geben, weil es könnte wirklich sein, dass es mir gelingen ist. Und dann bin ich schon wieder in der falschen Richtung, dann bin ich schon wieder gefangen, ja? Weil dann hat er schon wieder geschafft, was er wollte. Wenn sie jetzt hart bleiben und sagen, na, der kommt mal nicht mehr ins Haus und der kann machen, was er will, ich bin froh, dass ich jetzt getrennt bin und will auch nichts mehr mit dem zu tun haben, dann kann passieren, dass der narzisstische Ex im Freundeskreis, auch bei den Eltern von der Ex und so weiter, plötzlich dann auftaucht und beginnt zu jammern und beginnt darzustellen, wie arm er ist und wie sehr er sich bemüht hat und wie unfair das ist und dass er sich eh so liebevoll um die Kinder kümmert und so weiter und so weiter. Also es kann dann wirklich sein, dass er dann totale Lügen über die Ex erzählt oder über den Ex erzählt, weil eben die Narzisstin zum Beispiel total gekränkt ist, dass der Ex sich in Sicherheit gebracht hat. Und diese narzisstische Kränkung wird dann so ausgeweitet, ja, und wird dann so, dass sie eben Koalitionen und Unterstützung von Freunden und Verwandten sucht. Gerade auch eben beim Ex-Partner. Und wenn dann die Eltern von der Ex dann sich zum Beispiel auch manipulieren lassen und dann die Eltern sich vor den Karren des Narzissten spannen lassen und zu sagen, na jetzt, sei nicht so und schaut, der bemüht sich ja wirklich und schaut, es geht doch um die Kinder und bemüht sich doch, dass die Kinder jetzt da Vater und Mutter haben und so weiter, ja, dann kann das über diesen Umweg dann tatsächlich passieren, dass dann die Ex auf einmal mit den Eltern diskutieren muss, warum der Ex-Mann nicht eh eine gute Partie gewesen wäre und warum sie jetzt auf einmal schuld ist, dann ist es Blame Shifting über die eigenen Eltern, warum sie nicht eigentlich sich noch einmal bemühen kann, dass diese Beziehung nicht doch einmal noch was wird. Und wenn es dann anfängt, ihren Eltern zu erklären, wie arg das war, kommt dann entweder Unverständnis, auf jeden Fall ist eine totale Verärgerung natürlich von dem Partner da, der sich getrennt hat, eh mit Mühe und Not und dann denkt sich, was geht denn jetzt ab, ja? Der versucht alle zu manipulieren, auch durch seine Lügen.
Und dann macht es schon Sinn, kurz mal die Lügen aufzuklären und kurz zu sagen, so nicht. Ja. Ich möchte nicht, dass über fünf Ecken interveniert wird. Ich habe mir das gut überlegt. Ich bin vielleicht ohnehin auch in Therapie. Ich habe mich da gut beraten lassen. Ich durchschaue die Psychodynamik von diesen Menschen. Und für mich ist es besser, mich zu schützen. Und auch übrigens ist es für die Kinder besser, da geschützt zu werden, weil sonst wird die Manipulation immer weitergehen. Und tatsächlich ist es so, wenn da dieser narzisstische Ex endlich kapiert, es ist hundertprozentig Schluss und es ist keine Chance mehr, dann wendet er sich ihrem anderen Opfern zu und versucht jetzt wieder andere Opfer zu kriegen und dann verwendet er nicht mehr so viel Energie auf die Ex und dann geht es tatsächlich auch mit den Kindern besser, weil dann hat er auch kein Interesse mehr, so zu kämpfen gegen seine Ex, ist eben nicht mehr so narzisstisch gekränkt, beruhigt sich, hat dann oft meistens schon wieder andere Partnerin und ist damit dann beschäftigt und verliert dann möglicherweise sogar das Interesse an den eigenen Kindern, weil er sich dann eh gerade auf andere Dinge hochkonzentriert und da mehr Erfolg für sich sieht. Ja. Und das ist oft sogar positiv. Also wenn sich ein narzisstischer Ex-Partner oder Ex-Partnerin nicht so sehr um die eigenen Kinder mehr kümmert, ist das oft eine Entspannung auch für die Kinder. Weil dieses totale Fokussiertsein, das totale, du musst jetzt so machen, wie ich will, ist es schon wieder Manipulation. Dann werden die Kinder wieder manipuliert. Deshalb lieber raus und lieber raus aus diesem Fokus vom Ex-Partner, der narzisstisch agiert, dann haben sie auch ein Stückchen mehr Ruhe. Und diese Phase müssen sie halt durchhalten. Wenn sie da Unterstützung brauchen, damit sie es durchhalten, damit sie auch klar sehen, weil man kann da auch voll verwirrt werden und voll selber unklar werden, was da abgeht. Ja, gerne bin ich für sie da ein Stück zu begleiten. Unten in der Videobeschreibung finden Sie einen Link für ein kostenloses, kurzes Erstgespräch, wo man dann noch ein paar Dinge klären kann. Alles Gute für Sie.